Ja, vielleicht kennst du es auch. Du musst gerade zig Fachbegriffe lernen, bereitest dich auf Terminologie vor und weißt nicht, wie du diese ganze Menge, diese ganzen Fachbegriffe in dein Hirn bekommst. Dann bleib jetzt auf jeden Fall dran, denn in diesem Video geht es genau darum, wie du dir Fachbegriffe oder Terminologie super easy mit einer super einfachen Lerntechnik einprägen kannst und diese Sachen dann auch wirklich langfristig in deinem Gedächtnis abspeichern kannst. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Vocampus. Und wie schon angedeutet, in diesem Video geht es darum, wie du dir Terminologie oder Fachbegriffe auch in anderen Fächern ganz einfach ja einprägen kannst, nämlich mit der Schlüsselwortmethode. Vorab noch eine kleine Ankündigung. Am 6. November wird es wieder unseren Online-Lern-Workshop geben, wo ich dir zeigen werde, wie du mega viel Zeit und Nerven beim Lernen sparen kannst, indem du die richtigen Lerntechniken für dich verwendest. Ich werde dir zeigen, wie du wirklich dann selbst in der Lage sein wirst, diese Lerntechniken konkret an deinem eigenen Lernstoff anzuwenden. Wie gesagt, melde dich gerne noch an, den Link findest du in der Beschreibung. Falls der Workshop schon rum ist, wenn du dieses Video schaust, schau einfach mal auf unserer Homepage. Wir geben öfters diese Lernworkshops, also schau gern vorbei, vielleicht ist in Kürze schon der nächste Workshop. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Wie lernst du Terminologie effektiv und effizient? Nämlich mit der Schlüsselwortmethode. Wir haben dazu schon weitere Videos zur eigentlichen Methode, der Schlüsselwortmethode, aufgenommen. Die wird hier irgendwo verlinkt sein. Falls du aber jetzt noch nicht weißt, was das ist, ganz kurze Erklärung. Schlüsselwortmethode ist ganz einfach. Und zwar immer, wenn du einen Fachbegriff hast und dir dazu die Bedeutung einprägen oder merken möchtest, kannst du folgendermaßen vorgehen. Du nimmst den Fachbegriff, wandelst diesen in ein Bild um, der phonetisch, also der so ähnlich klingt. Dieses Bild verknüpfst du dann mit der eigentlichen Bedeutung und überlegst dir so quasi eine kleine Merkgeschichte. Ja, und wie das Ganze jetzt in Anwendung und ganz konkret an einem Beispiel aussieht, werde ich dir jetzt zeigen, in Form von 10 Fachbegriffen, nämlich 10 Suffixen. Das heißt, wir merken uns jetzt 10 wichtige Nachsilben und deren Bedeutung. Los geht's! Also, im Folgenden wollen wir uns jetzt mal 10 Suffixe, also 10 Nachsilben aus der Terminologie anschauen und uns diese möglichst dann auch langfristig einprägen. Wie gehen wir da jetzt Schritt für Schritt vor? Es ist ganz simpel. Zum Beispiel haben wir jetzt die Endung itis. Im ersten Schritt überlegen wir uns jetzt ein Bild, das also phonetisch so ähnlich klingt wie itis. Im zweiten Schritt verbinden wir dann dieses Bild mit der eigentlichen Bedeutung in Form von einer lustigen Geschichte. Die darf übertrieben, verrückt, lustig, abgefahren sein. Je extremer, umso besser. Und außerdem versuchen wir noch, die ganzen Sachen mit Emotionen aufzuladen und möglichst viele Sinne mit reinzubringen, denn dann bleiben die ganzen Sachen noch länger und langfristiger in unserem Gedächtnis abgespeichert. Also bei itis würde mir jetzt als erstes das Bild kommen von einem iltis. Jetzt habe ich also das Bild iltis und jetzt, wie gesagt, verknüpfen wir das Ganze mit der eigentlichen Bedeutung. Ja, itis, die Endung itis bedeutet immer Entzündung. Zum Beispiel bei Nephritis, Pleuritis und so weiter, bedeutet es immer Entzündung. Und wie merken wir uns das Ganze jetzt? Wir haben also den Iltis und möchten den mit Entzündung ja in Verbindung bringen. Und meine erste Assoziation oder mein Einfall wäre jetzt, du stellst dir diesen Iltis vor, wie der sich entzündet und in Flammen aufgeht. Also Itis, der Iltis, der sich entzündet für Entzündung. So, dann machen wir weiter mit dem nächsten Suffix, nämlich Ose. Für Ose könnten wir uns vielleicht eine Hose vorstellen und Ose als Endung bedeutet zum einen entweder ein krankhafter Zustand oder zum Beispiel ein Zucker in der Biochemie. Und Beispiele dafür sind zum Beispiel Arthrose, Nephrose oder zum Beispiel, wenn es ein Zucker ist, zum Beispiel Fructose, Glucose und so weiter. Jetzt verknüpfen wir also wieder das Bild, was wir für Ose uns überlegt haben, also die Hose mit einem krankhaften Zustand und Zucker. Vielleicht stellen wir uns vor, wie die Hose total krank ist und vor lauter Krankheit und Husten auf einmal Zuckerwürfel aushustet und ausspuckt. Und wie gesagt, stell dir diese kleine Szene wirklich gut vor. Du kannst auch die Augen schließen, dir wirklich visuell das vor deinem geistigen Auge vorstellen, dann bleibt es nämlich einfach nochmal besser hängen. Okay, also die Hose, die hustet und krank ist in einem krankhaften Zustand und Zuckerwürfel aushustet. Damit merken wir uns, die Endung Ose steht entweder für krankhaften Zustand oder eben für Zucker. Und das Gute ist, wenn du Terminologie wirklich gut gelernt hast und die ganzen Endungen, Vorsilben und so weiter dir einmal gut eingeprägt hast, dass du davon dann auch im ganzen Studium profitieren wirst, nämlich dann, wenn du vielleicht mal auf neue Begrifflichkeiten stößt und dann einfach anhand der Endung schon weißt, ah ja, das muss ich im krankhaften Zustand handeln und so weiter. Und es gibt dir dann schon mal, obwohl du vielleicht gar nicht den eigentlichen Begriff kennst, schon mal Hinweise,
um was es sich bei diesem Begriff dann handelt. So, als nächste Begrifflichkeit die Endung Pathie. Das ist quasi eine allgemeine Bezeichnung für Erkrankung. Und Pathie kommt zum Beispiel beim Begriff Nephropathie, Allopathie und so weiter vor. Und du kannst dich jetzt selbst mal fragen, kommt dir vielleicht ein Bild hoch, das irgendwie so ähnlich klingt, an das du dich erinnerst? Bei mir, Pathie, würde ich vielleicht eine gute Pathie, die man vielleicht mit einer Freundin gemacht hat, sich vorstellen. Und diese ist vielleicht krank, weil es eben eine Bezeichnung für eine Erkrankung ist, wie eben zum Beispiel bei Nephropathie. Und stell dir vielleicht vor, wie deine gute Pathie einfach krank ist und du bist vielleicht traurig, warum gerade diese Person so krank ist. Stell dir also diese Person wirklich gut vor mit allen Sinnen. Vielleicht ja, hörst du, wie sie kauert, weil sie so krank ist und so weiter. Also, Pathie ist eine Bezeichnung für eine Erkrankung. Ich denke, du hast das Prinzip verstanden. Ich werde jetzt einfach die nächsten paar Beispiele einfach ein bisschen schneller durchgehen. Aber ich will dir einfach zeigen, welche Bilder ich verwenden würde und welche kleinen Geschichten ich mir ausdenken würde. Und falls du unseren YouTube-Kanal noch gar nicht abonniert hast, dann kann ich dir jetzt empfehlen, einfach auf Abonnieren zu klicken, das Glöckchen zu aktivieren. Dann verpasst du auf jeden Fall kein Video mehr von uns. Und mich würde es außerdem persönlich auch noch freuen. Dann machen wir weiter mit der nächsten Silbe Om bzw. Oma. Ich glaube, da fällt jedem sofort ein Bild oder ein Begriff ein. Natürlich die Oma. Was bedeutet jetzt also die Endung Om bzw. Oma? Es ist immer ein Geschwulst. Das kann gut oder bösartig sein. Ein Beispiel wäre Sarkom, Nephrom und so weiter. So, und jetzt kannst du dir vielleicht deine geliebte Oma vorstellen, die vielleicht überall am Körper Geschwulste hat und die wachsen immer größer und werden Meter groß. Du denkst dir, oh nein, meine liebe Oma, die hat da total große Geschwulste an ihrem Körper. Und so kannst du eben merken, die Silbe Om oder Oma bedeutet eben Geschwulst. So, als nächstes schauen wir uns das Suffix Formis an. Was heißt jetzt Formix oder welche Bedeutung hat diese Endung? Und es heißt Formähnlichkeit. Und kommt zum Beispiel beim Begriff Sackiformis vor. Und in diesem Fall würde ich erst gar keine Lerntechnik als Merkhilfe heranziehen, weil Formis klingt ja schon nach der eigentlichen Bedeutung, dass es irgendwas mit der Form zu tun hat. Und da würde ich mir jetzt eben erst gar nicht den Aufwand machen, mir eine extra Eselsbrücke zu überlegen, sondern weiß, wenn ich Formis höre, ach ja, Formis, die Endung muss irgendwas mit Form bzw. Formähnlichkeit zu tun haben. So, das nächste Suffix wäre zum Beispiel die Endung gen. Und die Bedeutung dazu ist einmal, es kann zum einen Ursache bedeuten oder es kann eine Vorstufe von einem Stoff, zum Beispiel eben aus der Biochemie sein. Beispiele wären hier zum Beispiel für eine Ursache der Fachbegriff endogen oder neurogen, pathogen und so weiter. Oder eben eine Vorstufe aus der Biochemie, zum Beispiel glykogen, fibrinogen und so weiter. Also, wie merken wir uns das Ganze? Für Gen würde ich mir vielleicht eine DNA vorstellen, wo ja lauter Gene enthalten sind, so eine Doppelhelix. Würde mir die vorstellen und dann mit der eigentlichen Bedeutung verknüpfen. In dem Fall wäre die erste Bedeutung Ursache. Und für Ursache verwende ich symbolisch immer bildlich eine Uhr. Und würde mir vielleicht vorstellen, wie so eine Uhr entlang dieser Doppelhelix entlang rollt. Und du denkst dir, es ist irgendwie seltsam, wieso da eine Uhr in dieser Doppelhelix ist und eine DNA ist doch viel kleiner als eine Uhr. Und irgendwie ist es seltsam, warum da eine Uhr auf diesem DNA-Strang herumrollt und kullert. Und so kannst du dir merken, okay, DNA-Helix, wo du dir diese Uhr vorgestellt hast, hat die Bedeutung als Suffix Ursache. Und da das Gen auch die Bedeutung einer Vorstufe von dem Stoff hat, da würde ich mir einfach ganz simpel merken, ohne jetzt die Schlüsselmethode zu verwenden, dass ja Gen, also das Gen auf der DNA quasi eine Vorstufe von dem Protein ist. Und so kannst du dir ganz einfach ohne irgendwelchen Bildern merken, Gen hat auch die Bedeutung als Suffix für eine Vorstufe von einem bestimmten Stoff, zum Beispiel in der Biochemie. Und so haben wir uns eben gemerkt, dass Gen als Suffix eben die Bedeutung hat, dass es sich um eine Ursache handelt, zum Beispiel eben bei Endogen. Und eben, wie wir uns einfach so gemerkt haben, dass es eine Vorstufe von einem Stoff sein kann. Dann zum nächsten, die Endung Oideus. Oideus hat die Bedeutung Ähnlichkeit, zum Beispiel Deltoideus, Scaphoideus und so weiter. Wie merken wir uns das Ganze? Bei Oideus würde ich mir vielleicht Coitus vorstellen. Und wenn man Coitus hat, entstehen Kinder und die ganzen Kinder, wenn es eben mit dem gleichen Partner sind, sehen sehr, sehr ähnlich aus. Und du stellst dir jetzt vielleicht eine Szene vor, wo welche Coitus haben,
Kinder entstehen, die alle sehr, sehr ähnlich aussehen und alle dann rumschreien und du bist genervt, warum jetzt hier überall Kinder herumhüpfen. Und so merken wir uns, Oideus klingt wie Kultus und durch den Kultus entstehen ähnliche Kinder, also bedeutet die Endung Oidus Ähnlichkeit. So, als nächstes schauen wir uns die Endung Osus an. Osus bedeutet reich an, zum Beispiel bei Adi, Posus. Und da könntest du dir vorstellen, Osus klingt für mich vielleicht so ähnlich wie Krösus. Und ein Krösus ist vielleicht reich an Geld und Luxussachen. Und stellst dir vielleicht so einen Krösus vor, der reich an Goldketten ist. Und so können wir uns merken, mit dem Krösus, das eben für die Endung Osus steht, der reich an Goldketten ist, dass Osus eben bedeutet, reich an etwas sein. So, jetzt zur nächsten Nachsilbe, viel. Viel bedeutet Neigung zu, zum Beispiel bei Lipophil. Viel erinnert mich immer an Phil Taylor, ein bekannter Dartspieler. Und du könntest dir dann vorstellen, falls du mit dieser Person was anfangen kannst, dass er dazu neigt, immer zu gewinnen. Also Phil Taylor, der geneigt dazu ist, zu gewinnen. So merken wir uns, Phil Taylor ist geneigt zu gewinnen, also heißt es neigen zu. Und so kannst du dir merken, der Phil Taylor, der geneigt dazu ist, zu gewinnen, dass viel eben neigen zu heißt. Falls du jetzt Phil Taylor nicht kennst, kannst du dir zum Beispiel auch einen Philosophen vorstellen, also Phil wie Philosoph. Und der Philosoph ist eben geneigt dazu, viel zu erzählen, über viele Dinge zu philosophieren und du bist schon genervt, weil er eben dazu neigt, sehr, sehr ausführlich und überschwänglich zu erzählen. So kannst du dir auch merken, viel neigen zu. Weil eben der Philosoph, den wir uns vorstellen, dazu neigt, viel zu erzählen. Und versuch nicht nur zuzuhören, sondern dir wirklich diese kleine Szene vorm inneren Auge abspielen zu lassen. Stell dir diesen Philosophen vor, der dir das Ohr abkaut und dazu neigt, dir einfach so viel und dauerhaft etwas zu erzählen. So, zum Suffix phob. Phob bedeutet Abneigung. Und hier würde ich mir auch gar keine extra Merkhilfe überlegen, denn wenn du überlegst, phob, wo kommt es irgendwie vor? In Phobie. Und du weißt bestimmt, dass wenn jemand eine Phobie hat, hat er eine gewisse Abneigung gegen etwas. Und so kannst du dir ganz einfach merken, phob wie Phobie, also jemand ist abgeneigt. Ein Beispiel hier wäre zum Beispiel hydrophob. Und dann als letztes Beispiel vielleicht noch die Endung trop. Trop heißt Wirkung auf etwas haben, zum Beispiel chronotrop, glandotrop und so weiter. Für trop kannst selbst auch mal wieder überlegen, fällt dir da vielleicht irgendwas ein, was phonetisch so ähnlich klingt. Bei mir war es der Begriff trop, klingt wie Tropen. Und du könntest dir vielleicht vorstellen, wie die Tropen auf unser Klima wirken oder sehr stark sich auf unser Klima auswirken. Und so kannst du dir merken, okay, stellst dir die Tropen vor mit vielleicht Bäumen und so weiter und wie die abgeholzt werden und es wirkt sich katastrophal auf unser Klima aus. Stell dir also wirklich vor, Trop, stellst die Bäume vor, die vielleicht in Feuer aufgehen, weil durch Erderwärmung und so weiter so heiß wird, dass die ganzen Bäume abbrennen und es wirkt dadurch auf unser Klima sehr, sehr negativ. Also stell dir es auch vor, wie du vielleicht unter so einer Palme in den Tropen liegst und das ganze Szenario dir ja anschaust. Ja, ich denke, du hast das Prinzip jetzt verstanden, wie diese Schlüsselwortmethode funktioniert. Ich kann dich nur auffordern und ermutigen, das jetzt einfach mit weiteren Begriffen einfach zu üben, denn je mehr du einfach die Lerntechniken selbst anwendest, umso einfacher fällt es dir dann, auf Bilder zu kommen, auf kleine lustige Geschichten und so weiter. Du kannst das Ganze jetzt natürlich auch übertragen auf andere Begriffe, zum Beispiel auf die ganzen Lagebezeichnungen in der Anatomie und so weiter. Und noch ein Anwendungsbeispiel für den Alltag, du kannst diese Schlüsselwortmethode auch super dazu verwenden, dass du dir einfach in kürzester Zeit Vokabeln einprägst. Da gehst du genauso vor, zum Beispiel belt heißt im Englischen Gürtel. Und so könntest du dir vorstellen, wie ein bellender Hund, also für belt, in den Gürtel beißt und dir den vielleicht rausreißt, dass dir die Hose runterrutscht. Und so kannst du dir eben auch ganz easy sehr, sehr viele Vokabeln in kürzester Zeit eben auch langfristig einprägen. Also wir können ja mal ganz kurz testen, weißt du noch, was Ose heißt? Wenn du jetzt im Studium auf einen Begriff kommst und irgendeinen Begriff findest, Ose, dann überlegst du, Ose, habe ich mir da ein Bild überlegt, stimmt, die Hose. Und was hat die Hose nochmal gemacht? Ach stimmt, die war irgendwie krank und hat dann irgendwie Zuckerwürfel ausgespuckt oder ausgehustet. Und so weißt du, okay, Ose, Hose, die Hose, okay, die war krank. Ach ja, stimmt, Ose ist entweder ein krankhafter Zustand oder für was standen die Zuckerwürfel? Ach stimmt, für Zucker. Ose ist immer die Endung für Zucker.
So, ich hoffe, ich konnte dir jetzt zeigen, wie du mit der Schlüsselwortmethode ganz einfach dir Begriffe oder Suffixe und so weiter einfach ja einprägen kannst und diese dir auch langfristig merken kannst. Und außerdem würde ich dir empfehlen, probier es einfach mal selbst aus, jetzt in Terminologie bei anderen Fachbegriffen diese Lerntechnik anzuwenden. Und du kannst dir zum Beispiel einfach mal die Präfixe hernehmen und dir dazu Bilder und kleine lustige Geschichten überlegen. Ja, außerdem kann ich dir empfehlen, diese Lerntechnik, diese Schlüsselwortmethode auch dann anzuwenden, wenn du zum Beispiel einen Fachbegriff hast, vielleicht einen lateinischen Fachbegriff oder einfach nur die Bedeutung, die Übersetzung dazu dir einprägen möchtest. Dann kannst du einfach wie eben hergehen. Du wandelst diesen lateinischen Fachbegriff in Bild um, verknüpfst dieses Bild mit der eigentlichen Bedeutung, machst es möglichst fantasievoll, möglichst lustig, möglichst mit vielen Emotionen und Sinne. Und dann kann ich dir versprechen, du wirst diese Begriffe einfach langfristiger einprägen, als wenn du dir die stupide einfach vielleicht nur 10-mal durchgelesen hättest und hast sie dann vielleicht am nächsten Tag vielleicht oder bis zur Prüfung dann wieder vergessen. Also wirklich eine sehr, sehr simple Lerntechnik, die du aber in vielen Bereichen anwenden kannst. Und zwar immer dann, wenn du einen Fachbegriff hast und dazu einfach die Bedeutung dir merken möchtest. Außerdem würde es mich natürlich freuen, wenn du einfach mal in die Kommentare schreibst, ob das jetzt für dich funktioniert hat mit diesen 10 bzw. 11 Begriffen, ob du vielleicht selbst schon mit dieser Lerntechnik Erfahrung gemacht hast. Wenn es für dich auch jetzt mit dem Video funktioniert hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Ja, und falls du weitere Themen hast, ob das anatomische, biochemische, was auch immer für Lernthemen sind, die dich interessieren, zu denen ich auch mal so ein Merkvideo oder Lernvideo aufnehmen soll, dann lass es mich auch in den Kommentaren wissen. Da mache ich auch gerne mal zu solchen Themen noch ein extra Video. Und ja, in diesem Sinne viel Erfolg und Spaß beim Lernen und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, ciao.